In diesem Video geht es um einen Punkt, der die Märkte ab heute bis hin zu den nächsten 1 bis 2 Jahren definitiv durchschütteln wird. Und ich selbst bin sehr, sehr dankbar, denn mein Kollege, der Stefan Richter, hat mich auf diese Tatsache aufmerksam gemacht. Und ich glaube, dass dieses Video sehr, sehr wertvoll für dich sein kann oder sein wird. Denn es ist etwas, das ein Stück weit an uns Investoren vorbeigeht, aber großen, großen Impact haben wird. Das große Thema, worum es heute geht, ist Energie, Energiekrise. Und damit heiße ich auch Stefan Richter ganz herzlich bei uns willkommen. Er ist zuständig bei uns in der Investorenausbildung für das Coaching mit Kunden im 1:1-Bereich, aber auch in der Makroökonomie. Stefan, servus. Ja, servus Flo. Freut mich, dass wir hier über die Energiekrise oder über die Energie mal gemeinsam ein Auge drauf werfen dürfen. Du hast es mir vor, ich müsste jetzt lügen, 4 Wochen, also da war es September definitiv, fast noch August, hast du mir das mal zugerufen und habe ich das so abgetan, so, hey Stefan, ganz ehrlich, wenn ich auf den Schalter drücke, dann geht doch das Licht an, was willst du von mir, nerv mich nicht, so, und hast mich aber damit nicht in Ruhe gelassen, sondern hast gesagt, nee Flo, schau doch mal bitte genau hin, und das bitte ich dich jetzt als Zuschauer auch, schau doch mal genau hin, ob da nicht vielleicht was dabei, jetzt für dich dabei sein kann, denn es gibt immer 2 Themen, erstens Dinge erkennen, womöglich Energiekrise, und zweitens dann sich darauf vorbereiten und womöglich auch profitieren. Bitte schaut dieses Video unter diesem Aspekt an, dann haben wir da miteinander ganz viel erreicht. Stefan, wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema gekommen? Bist du denn daheim mal aufgestanden und das Licht ging nicht an, oder wie bist du da drauf gekommen? Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Also wir haben bei uns Strom und Heizung und alles ist toll und alles ist schön. Nee, ich habe mich tatsächlich mit Freunden auch unterhalten, die in der Industrie arbeiten, und die haben zu mir gesagt, Stefan, was da momentan teilweise los ist, ist ganz, ganz komisch. Sowas hatten wir noch nie. Denn wir haben Berichte bekommen aus unserer Firma raus, dass manche Firmen im Ausland, allen voran in Asien, tatsächlich den Strom sozusagen zugewiesen bekommen haben oder abgewiesen bekommen haben. Also sprich, dass tatsächlich teilweise Kraftwerke oder halt die chinesische Regierung zum Beispiel Unternehmen vom Strom genommen hat, um Stromkapazitäten zu sparen. Da dachte ich mir, okay, was ist jetzt hier los? Verrückt, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass das Öl und Gas dementsprechend aufgrund der Lieferkettenschwierigkeiten, die wir ja haben, dass es Auswirkungen haben wird, aber dass es dann so stark doch kommt, das war für mich dann auch tatsächlich eine kleine Überraschung. Auch wenn ich den preislichen Impact schon gesehen habe am Horizont, aber dass das tatsächlich auch abgeschalten wird teilweise, da wurde ich dann doch sehr hellhörig und kam dann auch auf dich zu. Ja. Na gut, es ist ja nichts Neues, um ehrlich zu sein, in dritte Weltländer, wobei ich China da gar nicht mehr mit dazu zähle, aber in Afrika, in Indien und anderen Ländern ist das ja doch üblich, und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, dass da mal, wenn du auf die Kaffeemaschine drückst, ich übertreibe jetzt mal, ein Stadtviertel lahmgelegt wird, ja. Also das kann durchaus mal passieren. Aber in China sehe ich das als sehr bemerkenswert. Du sagst, gehst ja aber sogar weiter und sagst, das ist ein Phänomen, das jetzt halt nach Europa kommt. Oder ist es schon da? Ja, also es ist auch tatsächlich schon da. Es ist auch tatsächlich schon in Deutschland angekommen. Und mich hat es jetzt in dem Moment so getriggert, weil dieses Abschalten von Unternehmen hat ja in dem Moment wieder wahnsinnigen Impact auf die Lieferzeiten, auf die Produktion der Güter, ne? Was ja wiederum die Lieferzeiten verlängert, was ja wiederum die Nachfrage zwar gleichzeitig erhöht, aber das Angebot reduziert, was den Preis wieder erhöht. Ne? Thema Stagflation, das haben wir schon mehrmals besprochen, aber heute geht es ja um die Energie. Und das hat mich dann hier getriggert, und es ist tatsächlich auch schon in Deutschland angekommen. Ich möchte jetzt hier mal ein paar Headlines rausnehmen, die ich eben gefunden habe. Und zwar, wir sehen ja hier, dass die momentan eine globale Gier nach Brennstoffen vorhanden ist und dass in einem deutschen Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen, dort ist die Kohle ausgegangen. Also die haben keine Kohle mehr. Die sind darauf angewiesen, dass die Kohle eben auch zu ihnen geliefert wird, logischerweise dementsprechend. Aber aufgrund der Lieferkettenproblematiken, die wir global haben, haben wir jetzt hier den Punkt, dass ja, in Teilen Deutschlands, also in dem Beispiel des NRW, keine Kohle mehr da ist. Und wenn man jetzt mal weiterschaut und mal von Deutschland weggeht, hin nach Großbritannien, ja, das sehen wir jetzt auch schon in den Schlagzeilen oder halt auch im tatsächlichen Leben, dass
hier die britische Versorgungskrise laut Boris Johnson bis Weihnachten mindestens anhält. Und was bedeutet das? Die haben momentan ja kein Benzin und leere Regale. Ja gut, kein Braten wäre auch blöd. Aber der Fakt ist, in den Großstädten in London, und da haben wir auch mal drüber gesprochen, Flo, ne, gibt es kein Benzin mehr. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt daran, dass das Benzin knapp werden würde. Das ist natürlich auch ein Fakt. Aber der viel, viel größere Fakt ist, und das haben wir ja auch schon mal besprochen, wir zwei, dass die keine Lkw-Fahrer haben. Die haben keine Fahrer, die die Ware von A nach B transportieren. Aufgrund des Ausschlusses aus der EU haben sie sich natürlich etwas diesen bürokratischen Kram ans Bein gehängt, was ja wiederum auch alles erschwert, was wiederum politisch getrieben ist. Ne? Aber sie finden keine Lkw-Fahrer. Und ich erinnere mich noch, was du gesagt hast mal, ja, dann sollen sie doch 100 Stück einstellen zum Preis von X Euro. Dann haben wir auch schon darüber gesprochen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, aber die Inflation wird dann wieder angeheizt werden, weil die Lkw-Fahrer werden teurer. Das muss wieder dementsprechend woanders am Ende des Tages bezahlt werden. Das genau. Meine Aussage war ja, dass ich, ne, war ich noch unter dem, bei dem Punkt, ich habe es ein bisschen abgetan, weil ich dann zum Stefan gesagt habe, ja, das kann nicht so schwer sein, so Lkw-Fahrer zu finden. Und klar, am Ende des Tages kannst du Menschen immer durch eins bewegen, nämlich indem du einfach mehr und besser bezahlst. Aber da hat der Stefan schon recht, da wird dann eben die Inflation dann angeheizt. Ob das jetzt halt natürlich wegen 5.000 englischen Lkw-Fahrern die Inflation in Europa oder weltweit da um 1 Prozentpunkt ansteigt, das bleibt jetzt auch mal dahingestellt. Das würde ich jetzt eher auch nicht sehen. Aber es ist einfach nur einfach eine konsequente Fortführung von Dingen, die wir sehen. Und da ist halt diese fehlenden britischen Lkw-Fahrer ein Punkt. Und was ich jetzt halt auch lustig fand, die Armee springt in der Zwischenzeit mit ein, fährt Sprit umher. Aber sie haben natürlich auch bei den Nachbarn angefragt. Polen offensichtlich wollen nicht nach England, um zu helfen. Und die Deutschen sagen, hey, wir haben übrigens auch Lkw-Fahrermangel. Also das war für mich so eine Sache, wo kommt denn das jetzt her? Um das soll es jetzt aber heute gar nicht gehen. Wir wollen uns weniger um Lkw-Fahrer kümmern. Das wird schon wieder funktionieren irgendwann. Aber lass uns doch mal bitte nochmal auf die ganz großen Themen eingehen hinsichtlich der Energiekrise. Denn die, nochmal, diese 5.000 fehlenden Lkw-Fahrer, die fehlen in England, sind es wahrscheinlich am Ende des Tages nicht. Wir haben ein paar andere Fakten noch gefunden, für mich der Stefan. Helf uns da nochmal bitte. Ja, und da muss man eben einfach mal offen sprechen miteinander, dass dieses ganze Klimathema in Form von der Energieverschiebung natürlich ein Riesenfaktor ist. Lass mich das bitte klar sagen. Also wir zwei, Flo und ich, wir sind große Freunde von nachhaltiger Energiegewinnung in Form von Sonne, Strom, Sonne, Wasser, Wind und so weiter und so fort. Nichts dagegen einzuwenden, überhaupt nicht. Aber der Fakt ist jetzt, dass, das sehen wir global tatsächlich, dass dieser Umbruch von fossilen Energieträgern, also Öl, Kohle und so weiter, zu den nachhaltigeren Energien, Sonne und so weiter, passieren soll, dass der auf einmal mit einer Hau-Ruck-Aktion kommt, dass das gar nicht stemmbar ist. Und das sehen wir auch hier, dass eben dementsprechend der UK Power Mix, also das ist von Bloomberg eine interessante Statistik, nämlich sehen wir, dass hier in verschiedensten Farben die Energieträger oder die Energien aufgegliedert wurden. Und wir sehen hier im ersten Quartal 2007, die grünen Bereiche sind die nachhaltigen Energien, aber wir sehen hier, dass eben in dieser Phase der Energievorrat insgesamt ja tatsächlich am höchsten war im Jahr 2007. War noch keine erneuerbare Energie dabei oder Nuance, aber die man jetzt nicht großartig erwähnen muss. Ab dem Zeitpunkt hier, ab 2007, hat das immer weniger, also immer mehr abgenommen, weil eben zwar die grünen Energien kommen nach, aber die können diesen Abschwung der fossilen Energieträger halt bei weitem noch nicht auffangen. Das bedeutet also, wir haben hier einen ganz klaren Abwärtstrend. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, was positiv zu werden ist, ja, den Aufwärtstrend im Bereich der nachhaltigen Energie. Fakt ist aber, dass Energieträger wie Gas, wie Öl, wie Nuklear dementsprechend zwar abgebaut werden, aber der Aufbau von nachhaltigen Energien ist halt nicht so stark, wie es sein müsste, um dementsprechend hier die Energieversorgung oder Energieerzeugung in England oder halt Großbritannien aufrechtzuerhalten. Und das ist halt ein großer Fakt, den wir eben nicht nur in England sehen, sondern auch bei uns,
Flo, ne? Und das ist ja momentan auch das große politische Thema. Nochmal, ich werte das nicht ab, aber man sollte es halt bitte clever machen und nicht auf Hauruck-Aktionen schauen. Denn wenn wir jetzt mal auf uns, auf Deutschland schauen, da sehen wir hier, dass das sind die Atomkraftwerke, die Ende 2021 beziehungsweise Ende 2022 in Deutschland vom Netz genommen werden sollten. Also sprich, die wiederum keinen Strom mehr bieten. Das heißt also, dass jetzt hier im Bereich 2021 1, 2, 3 AKWs abgestellt werden, aber die Energieversorgung momentan eh schon am Kämpfen ist, ja, was ist denn die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass wenn diese abgeschaltet werden, dann muss Deutschland wiederum Energie zukaufen. Und diese Energie, die zugekauft wird, kommt dann von Atomkraftwerken aus Frankreich, aus Gas aus Russland und so weiter und so fort. Was wiederum natürlich in der aktuellen Krise zu höheren Preisen führt. Diese höheren Preise müssen wieder umgelegt werden. Ja, auf wen denn, Flo? Auf die Endverbraucher. Ja. Ich und mich und viele, viele weitere, die natürlich uns da heute auch zuschauen. Mhm. Ja. Und der Punkt ist auch der, und da möchte ich noch was zum Gas sagen, wenn ich noch kurz, bin jetzt gerade dabei. Es ist nämlich so, dass das Thema Gas natürlich auch ein sehr, sehr heißes Thema momentan ist, denn der Gaspreis zieht massivst an. Und das hat auch seine Implikationen. Mal kurz dazu ein Bild, was das Gasthema betrifft. Wir sehen hier seit August 2020 einen fulminanten Preisanstieg von 1,50 Natural Gas, also 1,50 Dollar, auf jetzt über 6 Dollar, 7 Dollar, je nachdem. Das heißt, wir haben ja eine Vervierfachung. Warum ist das Ganze so? Weil natürlich, wir haben Russland als größten Gasexporteur. Dann haben wir auf der rechten Seite, also östlich davon Asien, und auf der linken Seite, also westlich davon Europa. Asien kauft momentan Gas ein ohne Ende, also vor allem China. Und das aber zu jedem Preis. Die wollen ihre Lager voll machen, weil sie dementsprechend auch härtere Winter hatten und dementsprechend auch vorsorgen wollen. Die kaufen aber Gas ein zu jedem Preis, den sie irgendwie kriegen können, um alles voll zu machen dementsprechend. Wir in Europa oder vielleicht auch in Deutschland, ne, wir kriegen es irgendwie aus heutiger Sicht nicht so gebacken, dass das bei uns zumindest vorrätig ist oder dass diese Energiegeschichte, die wir momentan global sehen in UK, in China teilweise, also Asien, aber vor allem auch Stück für Stück immer mehr Europa trifft. Wir kriegen es nicht gebacken, dass wir diesen Change vernünftig hinbekommen. Aber das passiert jetzt nicht nur schon, das passiert jetzt nicht nur heute, sondern es ist ein Prozess, der entstanden ist damals von vor circa 10 Jahren, wo es damals mit Fukushima war, was sehr, sehr schlimm war. Aber die Reaktionen daraus sind, was die Energieversorgung betrifft, suboptimal gelöst. Ich möchte es mal so formulieren und das wird uns auch weiterhin begleiten. Es war eine Hauruck-Aktion, so schlimm wie Fukushima war, und das darf und soll sich einfach nicht wiederholen. Aber es wurden einfach wahllos Dinge abgeschaltet und mit Sicherheit wurden da Gelder in Milliardenhöhe allein in Deutschland einfach verbrannt, indem sie da liegen Kapazitäten jetzt still. Und es ist bemerkenswert, denn Fakt ist, wir kaufen in Spitzenzeiten Atomstrom im Ausland ein. Und das von Atommeilern, die bei weitem nicht den deutschen Sicherheitsstandards entsprechen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das ist Politik, da wollen wir gar nicht hin. Sondern wir wollen uns schützen, Kapital schützen und wo es geht, auch davon profitieren. Hast du da ein paar Ideen uns mitgebracht? Also die Sache ist die von dieser Energiekrise, wir können natürlich nur über die negativen Sachen sprechen. Ja? Fakt ist aber, jede Krise, logischerweise, ist auch eine Chance. Und im Energiesektor sind wir eben in dem Bereich unterwegs, dass man sagt, okay, diese Gaspreisexplosion, die wir aktuell haben, die wird jetzt die nächsten paar Wochen oder Tage auf jeden Fall noch etwas weitergehen. Aber auch diese wird man mal wieder konsolidieren und das sieht man auch an den Kapitalmärkten. Wenn dann dementsprechend auch Konsolidierungen stattfinden, kann man durchaus mal sich diverse Gasunternehmen anschauen oder aber auch, wenn man Gas nicht haben möchte, das Thema Uran. Ja, Uran ist tatsächlich in Deutschland etwas verpönt unterm Strich, ne, aufgrund des Ausstiegs 2011 und Fukushima.
Aber unterm Strich hat Uran seit diesem Vorkommen im Jahr 2011 eine riesen Bodenbildung im Bereich Uran abgebildet, sodass diese Chancen am Uransektor gegeben sind, dass dieses lange Warten auf steigende Kurse vermeintlich ein jähes Ende gefunden hat. Oder aber auch, wenn man auch diesen Sektor nicht mag, kann man tatsächlich auch im Bereich des Öls immer noch wahnsinnig gutes Geld verdienen, denn die Ölkonzerne werden wieder massivst Cashflow generieren. Sie werden dementsprechend massivst Gewinne machen und in dem Moment haben sie auch hohe Dividendenrenditen. Also vielleicht kann man sich da mal Unternehmen ansehen, die einem persönlich zusagen, unter dem Aspekt, dass die Energiekrise nicht morgen gelöst wird, sondern dass die uns die nächsten 2, 3, 4 Jahre mindestens noch begleiten wird, solange dieser Wechsel immer noch komplett stattfindet. Guter Punkt. Ihr merkt also, Vorsicht ist geboten auf der einen Seite, aber natürlich immer auch Möglichkeiten sehen. Wer da Unterstützung haben möchte, kann sich auch gerne mal bei uns melden. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg bei den Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao. Macht's gut. Tschüss.